Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Junior-Silber-Aktien, Junior-Gold-Aktien-Ratio kündigt Gold-Aktien-Rallyen. Disclaimer. Dieser Chart ist sehr interessant und ist reines Gold wert. Hier werden Junior-Silberaktien mit Junior-Goldaktien verglichen. Das kann man ableiten, dass wenn sich Junior-Goldaktien besser als Junior-Goldaktien entwickeln, immer mit einer allgemeinen Goldaktie Hausse zusammenfällt. So war es 2016, so war es 2020 und so wird es auch dieses Mal sein. Uns stehen jetzt also 2 bis 3 Quartale Goldaktien-Rallye bevor. Ja, warum ist das Chart so interessant? Weil diese Bewegung exakt auch die Goldaktienrallyes aufzeigt, die es ja ungeheuer schwer zu timen sind. Hier sehen Sie, 2016 hatten wir eine gewaltige Goldaktienrallye ja von Januar so bis September und wir hatten wiederum eine sehr starke Goldaktienrallye vom Corona-Tief hier von 2020 bis Anfang 2021. Und jetzt vermutet der Statist oder der Chartanalyst, dass es eigentlich eine ähnliche Aufwärtsbewegung gibt, jetzt wie 2020 und 2060. Das ist natürlich ein ungeheuer wichtiges Wissen, dass es jetzt eben losgehen kann. Und wir können auch ungefähr ableiten, wie lange das dauert, vermutlich bis Anfang 2025 dann. Ungefähr 2, 3 Quartale dürfte das Ganze anhalten. Und wir hoffen natürlich, dass das Ganze mit einer doppelten Stärke abläuft wie die Bullenmärkte von 2016 und 2020. Also warum ist das so? Wenn die Goldaktienmärkte in Fahrt kommen, dann ist es im Wesentlichen ein Resultat, dass Silber stärker steigt als Gold. Das führt wiederum dazu, dass die Silberaktien, die vielleicht gar nicht bewertet sind, alle urplötzlich in die profitable Zone kommen, beziehungsweise deren Ressourcen werden überhaupt bewertet. Und das schlagartig, weil der Silberpreis sich fast verdoppeln kann. Und das führt dann zum explosionsartigen Anstieg und zur Überperformance dieser Silber-Junior-Aktien gegenüber den Goldaktien. Das wiederum hat dann in der Vergangenheit den Gesamtmarkt hochgezogen und führte zu einer allgemeinen Goldaktien-Explosion. Wichtig ist eben auch zu wissen, ist klar, das habe ich natürlich in der Vergangenheit auch nicht so beobachtet, aber wir versuchen ja aus der Vergangenheit einfach zu lernen. Wir können durch diesen Topping-Prozess, der sich da gebildet hat, Sie sehen das hier Ende 2016 und 2017, konnte man eigentlich tatsächlich ableiten, dass der Goldaktienbullenmarkt vorbei ist. Genauso auch 2021, wobei zum Beispiel teilweise gemein ist, wie Sie sehen hier. 2023 nochmal dieser Fehlausbruch und dann gab es nochmal das gewaltige nach unten Schießen. Nichtsdestoweniger gibt uns dieses Chart eben eine Möglichkeit zu erkennen, wann wir im Goldaktiensektor hier einsteigen müssen, eben jetzt und wann wir auch aussteigen müssen. Vermutlich wird die alte Höhe von 2016 überboten. Und wir müssen dann ganz genau darauf achten, dass dieser Topping-Prozess, also diese Höhenbildung hier von 2016, sieht man sie 2017, sieht man sie mustergültig, dass wir diese erkennen. Das ist dann nämlich für uns ein Signal zum Ausstieg. Aber davon sind wir weit entfernt. Und ja, wir können nur hoffen, dass eben diese Art von Charts uns wirklich ein gutes Gerüst geben, das Ende dieser Goldaktienrallye zu erkennen. Wie gesagt, jetzt ist meines Erachtens absolut kein Risiko. Man kann einsammeln, ganz ähnlich wie 2016 am Anfang oder 2020 und eben auch jetzt. Wie gesagt, in 2 oder 3 Quartalen mag das anders aussehen und es mag dann sein, dass die Silberaktien beginnen, diesen Überholprozess einzustellen und dass sie ab irgendeinem Punkt auch wieder stärker wieder gegenüber Goldaktien zurückfallen. Also das sollten wir werden das auf alle Fälle absolut genau im Auge behalten, weil das ist ein absolut wertvolles Tool, kann ich dazu nur sagen.
Ja, hier ist nochmal ein angehender Silberproduzent aus Kalifornien mit ziemlich großen Ressourcen. RxSport ist auch investiert. Die haben also einmal das Waterloo-Projekt mit 116 Millionen Unzen, 93 Gramm pro Tonne, das Langtree-Projekt mal mit 50 Millionen Unzen. Insgesamt visieren sie eine Produktion von 5 Millionen Unzen pro Jahr an. Zusätzlich dazu haben sie noch Ressourcen im Arizona Silver District. Ja, vergleichsweise ist es enorm unterbewertet. Sie sehen, wie diese Aktie in den gerade besagten Bullenmarkt hier von 2020 auch reagiert hat. Und es ist nicht auszuschließen, es war eine ähnliche Bewegung, wenn diese Gold- und Silber-Aktienmärkte wieder anziehen, wir auch jetzt vor uns haben. Also meiner Meinung nach ein sehr interessantes Unternehmen, gerade auch, dass es ein reines Silberunternehmen ist, der Wermutstropfen ist, dass es in Kalifornien ist. Das ist ja durchaus bekannt durch mögliche politische Schwierigkeiten, die da auftreten könnte. Deswegen ist diese Aktie, müssen wir die irgendwo zwischen moderat und hohem Risiko, risikotechnisch einordnen. Wie immer ist es an der Stelle natürlich keine Kaufempfehlung. Ja, steigt Gold analog der 1970er von $2.000 auf $8.500. Das ist auch möglich, so geschehen eben 1979. Wo mit einmal nach dieser Korrektur, das sehen Sie im roten Kreis, für alle plötzlich überraschend Gold von unter $200 in nur einem Jahr auf $850 gestiegen ist, sich also in einem Jahr vervierfacht haben. Das würde übersetzt auf heute bedeuten, Gold steigt jetzt irgendwo in ein paar Monaten auf $8.500. Was nicht auszuschließen ist, auch wenn das wirklich utopisch klingt, aber es ist eben so, dass es durchaus typisch ist, dass in den letzten 10% der Bullenmärkte 90% des Anstieges stattfindet. Das würde ja im Prinzip hier reinpassen. Ne? Ich meine, klar, wir haben, ich habe Ihnen das gestern gezeigt, dieser Grady, dieser Analyst, sagt ja, dass, sage ich mal, diese Goldpreise erst, sage ich mal, in 5 bis 10 Jahre beginnen, ihre Maximalwerte zu erreichen. Aber auch dafür gibt es selbstverständlich keine Garantie. Es kann auch alles sehr, sehr, sehr viel schneller gehen. Und alle sind überrascht, eben wie 1979. Darauf wollte ich nur aufmerksam machen. Das wäre für uns im Prinzip eine positive Überraschung, weil unsere Philosophie ist, wir sehen den vor dem Goldaktienanstieg, vor der Goldaktienexplosion. Und nicht danach. Das ist, insofern ist es uns relativ egal, ob das eben auf 3.000 steigt oder 8.500. Goldaktien werden in beiden Szenarien profitieren. Nehmen wir mal an, das steigt jetzt auf 3.000, die Gold, Silber 50. Goldaktien entwickeln sich von vielen Penny-Dollars in den Dollarbereich. Wir können einfach wesentlich mehr Gold und Silber kaufen und müssen eben auch kein Gold und Silber aufwenden, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das machen wir mit den Goldaktienverkäufen. Und nehmen wir aber dann an, denn Gold steigt ja nun weiter Richtung 5.000, eben die besagten 8.000, haben wir da keinen Verlust. Wir haben die Gold- und Silberaktien, wir haben das Gold und Silber mittels Gold- und Silberaktien maximiert. Also es wäre kein Problem. Oder umgekehrt, wenn wir, sage ich mal, 3.000 anvisieren und dann fällt das vielleicht auf 2.400 zurück, ist auch kein Problem, weil wir ungefähr den Schwellwert wissen. Wir wissen, wann diese Goldaktien überbewertet sind, nicht zuletzt von dem gerade gezeigten Ratio zwischen Silber-Juniorminen und Silber-Gold-Aktien können wir dann ableiten, wann das Top vermutlich erreicht ist. Und vermutlich wird es dann in der Realität irgendwo toppen bei 2.700 bis 3.000, Silber 50, 55, vielleicht 60, 65. Das wird man dann sehen. Das müssen wir genau beobachten. Aber in deren Phase sind wir nicht. Wir sind noch in der Akkumulationsphase. Penny Stocks geht es jetzt immer weiter noch aufzustocken, die dann alle noch in den Dollarbereich gehen können. Also das ist im Augenblick noch nicht das Thema. Ein Thema ist es eben Top-Performer, Top-Goldaktien mit großen Ressourcen und Silberaktien selbstverständlich weiter aufzustocken. Ja, 1000 Bäcker-Reporte versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risikostufen zu klassifizieren, einen Potenzialfaktor zu rechnen, um das Wievielfache kann die Goldaktie steigen. Wenn es zu einer Goldaktienrallye kommt, wir verwenden da Grad des Goldes, Anzahl der Unzen, Länderrisiko. Zusätzlich biete ich Ihnen auch noch einen Portfoliovorschlag an, der auf Sie zugeschnitten sein kann. Dazu gibt es auch noch einen versteckten Link, der täglich gepflegt wird. Weiterhin
biete ich Ihnen, wollte ich meine Erfahrung sagen. Also ich nutze hier als Broker in der Schweiz Swissquote, wo Sie auch mit Nicht-Schweizer Wohnsitz ein Depot eröffnen können. Hier flatexDEGIRO habe ich in Deutschland eigentlich immer genutzt. Und der Vorteil, fand ich, war eben, dass man relativ flüssig in der Heimatbörse da kaufen kann. Den Toronto Stock Exchange TSX kostete so ungefähr die Ordergebühren 95. Weiter Einladung von Gold, zollfrei, kann ich hier zwei Firmen nennen, die Sie sich mal, wenn es für Sie interessant ist, die sich mal anschauen sollten, ist die Gold Avenue hier aus der Schweiz und die Sachwerte-Einkaufsgemeinschaft, aber die in Deutschland sitzt, aber eben eine Zollfreilage in der Schweiz hier hat. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht aber auch ein Like geben. Das würde insgesamt diesen Kanal bei YouTube etwas voranbringen. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.